Willkommen zurück zum nächsten Part von Super Mario 3D World. Im letzten Part haben wir das Geisterhaus, dieses Level und das Captain Toad Level abgeschlossen und sind jetzt beim letzten Level stehen geblieben. Und was ich noch gar nicht gesagt habe, mir ist gar nicht aufgefallen, dass man hier ranzoomen kann noch und weiter wegzoomen. Das wusste ich gar nicht, habe ich zufällig jetzt herausgefunden. Und ja, ist das letzte Level des Spiels? Wir werden sehen. 210. Sterne sind benötigt. Oh Gott. Schwere Sternengeschütze. Oh Gott, ich erinnere mich, glaube ich, an dieses Level. So, geh mal. Ich glaube, ich gehe mit Rosalina rein. Okay. Ich habe dieses... Ja, passt auch, weil hier Doomas auch im Hintergrund sind. Okay, ich habe dieses Level ziemlich schwer in Erinnerung. Warum, weiß ich nicht. Wir werden wahrscheinlich gleich herausfinden, warum. Oh. Nein. Gosh. Nehme an, ich sollte das nicht verlieren. Holy shit. Da ist der Stempel. Alter! Ah, okay. Knapp. Bleiben die? Nein, die bleiben nicht. Die bleiben nicht. Alter, hier sind hunderte von Dry Bones. Ich muss hier runter. Okay. Schnell, schnell, schnell. Beeil dich. Oh Gott, ey. Wie viele Dry Bones sind denn hier? Okay. Den Stempel haben wir schon mal. Ist ja schon mal nicht... Ah, hier sieht man schon was. Bevor ich jetzt den Helm noch verliere. Was? Kein Grünstern? Nee, oder? Echt, hier ist gar nichts? Okay. Okay, hier gibt es eine Menge Helme. Fast. Aber da hinten. Aber da hinten. Was? Ernsthaft? Hier ist auch nichts? Ich hätte die Kamera drehen müssen, jetzt wurde ich getroffen, aber es ist nicht so schlimm, weil hier gibt es ja eine Menge dieser Boxen. Ich habe irgendwie ein sehr, sehr ungutes Gefühl. Wir haben irgendwie noch gar nichts gefunden, außer den Stempel halt. Also noch keinen grünen Stern. Und das kann eigentlich irgendwie nicht sein, oder? Ich meine, wir sind schon relativ weit. Na, gehen wir mal weiter. Oh, ich erinnere mich an diese Passage, die war richtig schwer. Da hochzukommen. Ja, 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 ja. Ja, ich erinnere mich daran. Das sieht einfach aus, aber hier Mario 3D World ist es echt nicht einfach. In 2D Jump'n'Runs ist es einiges einfacher als in 3D Games. Ja, das kriege ich niemals hin, ohne getroffen zu werden. Ich brauche zumindest den Wirbelsprung von Rosalina, ansonsten geht da gar nichts. Und diese Dinger ringen mich auf, diese Dry Bones, ne? Vor allem geht mir auch langsam die Zeit flöten. Vielleicht soll ich die Kamera besser so drehen. Oh, ich hab's doch hinbekommen. Okay. Das war aber mehr Luck. Hier ist jetzt was, oder? Man braucht den Ding. Nur Coins. Gib mir doch einen Grünstern. Ist auf der anderen Seite vielleicht noch was? Bitte, 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 bitte. Komm schon. Grünstern. Ja, da ist noch was. Hier muss jetzt aber einer sein. Ja. Der erste sogar. Okay, aber wir haben nur noch gute 100 Sekunden Zeit. Und es kam noch kein Checkpoint. Yeah. Ich glaube... Was? Unter Wasser? Und Scrawling? What the hell? Ich gehe mal hier durch. Ja, wir werden dann Zeitdev sterben. Das sehe ich jetzt schon. Was ziemlich scheiße ist, weil dann können wir auch den Stempel wiederholen. Ja, was soll ich machen, wenn hier ein Scrolling-Part ist? Dann gib mir... Da unten ist was, da unten ist was. Shit, 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 shit. Beeil dich. Nein, nach unten, nach unten. Okay, Grünstern Nummer 2. Ja, mir geht die Zeit aus. No way, dass ich das noch hinbekomme. Weil da kommt nämlich danach noch was. Vielleicht wäre da oben Zeit gewesen. Das habe ich jetzt zu spät gesehen, dass da oben eine Glasröhre ist. Ja,
Keine Chance, da kommt nämlich noch eine Menge. Ich erinnere mich dran. Kommt noch eine ganze Passage. Okay, raus. Zeit vielleicht oder ein Checkpoint? Yes! Okay, ein Checkpoint. Okay. Ich weiß nicht, ob es sich überhaupt noch lohnt, jetzt noch weiter zu spielen, weil 41 Sekunden, wir sind gerade mal bei der Hälfte jetzt anscheinend. Ich kann ja mal gucken, was kommt, dann können wir uns schon mal einen kleinen Überblick machen. Okay, den habe ich tatsächlich getroffen. Und hinten ist der Grünstern. Ah, okay, der ist doch nicht so schwer zu bekommen. Ja, aber leider sind wir jetzt tot. Oh, und da muss ich aufpassen, es geht zurück, alles klar. Okay. Okay. Aber ich glaube, das Schlimmste am... Oh, sag nicht. Oh, ich dachte schon, die packen hier kein Ding mehr hin, ne? Ah, ne, das würde ja gar nicht gehen. Das würde ja gar nicht gehen, sonst würde man hier feststecken, weil man braucht zumindest den Schalter hier. Es ist gar nicht so einfach zu treffen. Das passt. Nein? Achso, es muss aufgeladen sein. Okay. Nein! Oh, die verpuffen irgendwann. Das habe ich nicht berücksichtigt. So, jetzt hier aufpassen. Das ist schwer. Ja, ich hab ihn. Sehr schön. Nicht ganz. Jetzt ja. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal alles gefunden. Und so schwer, wie ich es in Erinnerung hatte, war das Level anscheinend doch nicht. Ich hatte es viel schwieriger in Erinnerung. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Achtung, der Drybone. Ja, jetzt wird es schwer. Nein. Und was mache ich jetzt? Wie, jetzt kann ich mich umbringen, oder was? Boah, wie krass ist... Oder kann ich nochmal zurück? Wie krass ist... Ah, nee, hier. Ups, hab ich gar nicht gesehen. Okay, zum Glück waren hier noch so... Hä? Okay, so funktioniert das. Aber das ist mega asozial. Okay, das war Luck. Das war Luck, dass ich den getroffen habe. So, jetzt nur noch die Zielflagge reichen. Ich habe Angst. Kommt das dann bestimmt mega plötzlich. Nee, nicht mal. War's das? Ach du Scheiße. Ernsthaft jetzt? Na geil. Oh Gott, da muss das Timing perfekt sein. Nein. Ja, ich habe 100 Sekunden Zeit, jetzt die goldene Flagge zu erreichen. Das dürfte eigentlich machbar sein. Es sieht einfach aus, aber ist es nicht. Wie gesagt, in 2D Marios ist sowas einfacher, aber in 3D Marios... Nope. Oh, yes, okay. Es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, Rosalina zu nutzen, weil... Ohne sie wäre es deutlich schwieriger gewesen. Vor allem die Zielflagge zu erreichen. Ja gut, mit Peach wäre es auch einigermaßen machbar gewesen, glaube ich. Und den nächsten Stempel. Und das war natürlich noch nicht das Ende, ne? Nun steht hier eine Bonuswelt offen. Wer hätte mit noch einer Bonuswelt gerechnet? Die das Spiel nicht kennen, bestimmt nicht. Vielleicht mit einem besonderen Level hier noch, aber mit einer weiteren Bonuswelt? Echt jetzt? Ich weiß selber jetzt gar nicht, was jetzt hier noch kommt. Ja, eine ganze Menge. Oh mein Gott. Weltpilz, alles klar. Oh, und da haben wir mal wieder ein Rätselhaus. Keilerei im Rätselhaus. Hat mir ja schon länger nicht mehr. Machen wir mal mit Toad. Kannst du nicht so hoch springen, aber ich hoffe, er kriegt es hin. Es dürfte jetzt schon sehr, sehr schwierig sein. Ich hoffe, der Schwierigkeitsgrad steigt nicht noch allzu sehr an, weil die Sternenwelt war schon echt anspruchsvoll. Oh nein. Und ich sehe schon, dass das nicht einfach werden wird. Drei Chucks in einem Raum. Na geil.
Ich muss ja alle Gegner killen, ne? Okay, das war auch mehr Glück als Verstand. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gerade hinbekommen habe. Okay. Ja, ich kann halt nicht hochspringen. Okay. Oh, das schaffe ich nie. Niemals. Niemals. Im ersten Versuch. Ja, klar. Nein. Renn tot. Oh, gerade noch so. Was ist für ein Bullshit? Okay, es war nur einer. Ich habe jetzt schon Angst gehabt, es sind zwei. Okay, die Hälfte haben wir. Ja, klar. Hunderte Goombas. Aber ich habe einen Pilz. Okay, das war gut gemacht. Das war gut gemacht. Das war sehr, sehr gut gemacht. Okay. Jetzt habe ich ein bisschen Sicherheit gewonnen. Weil ich jetzt einen Pilz habe. Oh, knapp. Knappes Ding. Drei noch, drei noch. Komm schon. Dreimal Kamek. Okay, gut. Gut, 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 gut. Das ist echt schwer, wenn es auch nicht so aussieht. Zwei Räume noch. Dein Ernst? Ich kann ja nicht kommentieren nebenbei, weil das ist gerade sick. Oh Gott. Ein Raum noch. Hammer, Brüder. Alter, ich habe so viel Luck, ne? Ist mir egal. Yes, first try. First try mit Toad. Oh mein Gott. Mit Rosalina wäre es ja noch einigermaßen machbar gewesen wegen dem Wirbelsprung, aber mit Toad. Alter, es war einfach zehnmal schwieriger als alle anderen. Krass. Ich hätte nie gedacht, dass wir das first tryen. Good job, Toad. Gut, dann geht's jetzt mit diesem Level weiter. Toad 1. Nacht über den Kula-Hügeln. Ach, das ist ein Level, was wir schon mal gespielt haben, aber jetzt schwieriger gemacht, denke ich, oder? Was? Ja, sehr, sehr viel schwieriger. Tatsächlich, es ist ähnlich zumindest. Ja, und jetzt beginnen die Hardcore-Level. Okay, wir müssen immer Zeit collecten. Und nebenbei noch drei Grünsterne finden. Ja, ist ja sonst nichts, ne? Sonst noch was? Nee? Das war alles? Ja, wenn sonst nichts ist. Ich muss erst mal gucken, wo die Grünsterne überhaupt sind. Hier oben vielleicht? Nee, auch nur Zeit. One-Up. Vielleicht den grünen Stern. Stern. Auch nix. Ah, hier. Zumindest einer. Ja, aber wenn man sich so blöd anstellt, dann kriege ich den nicht, ne? Schaffe ich es noch? Ja. Aber die Zeit geht mir aus. Und das ist der erste. Gute schon mal zu wissen. Also dieses Level im First Try zu schaffen, ist ja eh fast unmöglich. Sage ich mal. Wenn du alles mitnimmst zumindest. Ich gehe jetzt hier rein. Ich hoffe, hier ist noch mehr Zeit. Ich habe keine Zeit mehr, wie gesagt. Oben lang. So. Ach, shit. Fünf Stern, okay. Lass mich runter, schnell. Bitte, hier muss was sein. Zeit. Okay. Was? Hier muss, soll ich alle Dinge aktivieren? Ja, das kriege ich nicht hin. In der Zeit. Das sind zwar noch 10 Sekunden, aber die reichen mir nicht aus. Ja, toll. Super. Nein. Shit. Oh, das ist fies. Aber jetzt weiß ich, wo alle Grünsterne sind. Und jetzt kann ich auch schneller abgehen. Ja, jetzt brauche ich nicht mehr den ganzen Weg da hinten ablaufen. Oh, skillig. Wie ich abgehe. Den Stern lasse ich jetzt mal, glaube ich.
Stachy. Ja, wenn ich so weitermache, dann schaffen wir das easy. Aber bis jetzt war es sehr, sehr gut. Da hatten wir vorher, glaube ich, nur noch 10 Sekunden oder so. So. Ja, im ersten Versuch ist es sehr, sehr schwer, wenn du nicht weißt, wo was ist. Geh wieder oben lang. Und die Zeit hier. Geh hier irgendwie vorbei. Mit Treffer ist okay. Nehme ich. Stern. Nach unten. Hier rein. Da muss ich aufpassen wegen den Stachis. Am besten ich mache zuerst alles unten. Weil oben der Stern spawnt. Jetzt sind die Stachis halt im Weg. Okay. Jetzt nach oben. Perfekt. Stern mitnehmen. Und raus hier. So, 40 Sekunden. Ich habe Angst zu sterben. Oh shit. Ja. Okay, man kann hier runter, Gott sei Dank. Ich war mir nicht sicher. Deswegen wollte ich nicht runtergehen. Aber zum Glück kam man hier nach unten. Bei einem echt anderen Level, also bei demselben Level, konnte man auch nach unten. Okay, und wo ist der Stempel? Habe ich den jetzt verpasst? Wahrscheinlich. Gibt es überhaupt noch Stempel? Weil so viele Level gibt es nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob es in jedem Level noch einen Stempel gab. Wir werden es gleich sehen. Geh da hoch. Okay. Ich habe überlegt, einen Weitsprung zu machen, aber es hat gepasst mit einem normalen Sprung. Puh. Auch das war sehr, sehr knapp. Mal gucken, gibt es jetzt hier einen Stempel oder nicht? Bei diesen Leveln. Schon, oder? Ich weiß es echt nicht mehr. Erstmal werden uns die nächsten Level gezeigt. Ja, das sind alles Level, die wir schon mal gespielt haben. Nur schwieriger jetzt. Oder in besonderer Form, wie zum Beispiel mit Zeitdruck. Hier gibt es keinen Stempel, ne? Ich guck mal eben auf die... Oh, hier ist Weltpilz. Nee, hier gibt es keinen Stempel. Nope. 7 Level gibt es hier. Keine Stempel gibt es hier. Alles klar. Na, immerhin etwas. Bleibt uns erspart. Wie viele Stempel haben wir denn überhaupt schon? Wieso klicke ich immer auf Menü? Gucken wir mal. Uns fehlt, glaube ich, uns fehlen noch 2 Stempel, glaube ich, weil die runden, ne, 3. Die runden Stempel, die werden wir nur bekommen, wenn wir mit jedem Charakter jedes Level einmal geschafft haben. Also, das werden wir natürlich nicht machen, weil das würde den Rahmen sprengen. Okay, dann haben wir sogar noch Zeit, denke ich, für das hier. Kletterei am Stachelhang, Toad 2. Diesmal mit Peach. Was ist hier die Besonderheit? Ist einfach nur schwieriger gemacht, wie es aussieht. Okay. Gibt es hier eine Katzenglocke? Boah, da ganz oben ist ein Grünstern. Ah, man muss ganz nach oben und dann wieder zurück nach unten. Boah, das ist auch fies. Das ist auch fies. Ist hier vielleicht ein Catsuit? Nope. Leider nicht. Okay, da erscheint nur Münzen. Ich habe mich gerade gefragt, was das für ein Sound war. Waren aber nur die Münzen, die gespawnt sind. Die Münze habe ich gesehen. Achtung. Zumindest einen Pilz bekommt man hier. Ist ja etwas. Oh gosh, ey. Stirb, Spike. Okay. Soll das jetzt hier? Kann ich? Ah, ich kann ihn zerstören mit dem Gamepad. Ich glaube, anders ist es auch gar nicht möglich, oder? Oder man hat da den Catsuit. Münzen sammeln. Ich glaube, das sind immer 3 Runden bei diesem Münzen sammeln mit den blauen Münzen. Ich glaube, man soll hier nur rein mit dem Catsuit. Kann das sein? Aber es geht mit dem Wandsprung auch. Oder ist es doch so gewollt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber mit dem Gamepad geht es auf jeden Fall auch. Ich glaube, mit Toad ist es aber nicht machbar, oder? Oh, und
da ist ein Catsuit und das ist... Habt ihr gesehen, die Katzenglocke war anders. Und wenn man jetzt so, zwar eine Stampfattacke macht, dann wird man hier zur Goldstatue. Das ist eine besondere Katzenglocke und bekommt ein paar Münzen. Ich glaube, man kann auch nicht von Gegnern getroffen werden. Genau, zum Beispiel kann man eine Stampfattacke auf den machen. Und. Ich glaube, die gibt es seitdem wir... Also seitdem wir in der... Also in dieser Toad-Welt sind, seitdem existieren die... Diese Katzenglocken. Ich weiß auch gar nicht, wieso es die gibt. Eigentlich ist es unnötig, oder? Eigentlich schon, ne? Weil die haben jetzt kein wirkliches Feature. Aber okay, wieso nicht? Ist eigentlich eine verbesserte Katzenglocke, kann man sagen. Die noch ein bisschen besser ist als die normale. So, was soll das jetzt hier? Eine Abkürzung oder wie? Stirb, du auch. Okay, der Grünstern war ganz oben. Na, wo ist die letzte Coin? Hier ist der Grünstern, alles klar. Ganz oben ist er. Ah, da ist die Coin. Okay. Und man hätte tatsächlich mit dem Catsuit da den Bonusraum betreten sollen. Wenn es den hier schon gibt. So, wir könnten jetzt einfach von hier oben runter. Kann ich die Kamera drehen? Nee, kann ich nicht. Schade. Sonst wäre ich runtergesprungen. Aber ich kann jetzt nicht waghalsig hier einfach einen Katzensprung machen, oder? Kann ich? Ich kann. Ist so wahnsinnig. Oh, und wird nicht bestraft. So wahnsinnig einfach. Wir hätten hier locker sterben können, hier. Okay. Ziel? Ja. Das Level war nicht zu schwer. So, perfekt. Und mit der Katzenglocke ist es auch kein Problem, die goldene Flagge zu erreichen. Ziemlich erfolgreicher Part heute. Ohne wirkliche Fails. Gibt's das auch mal bei mir? Wow. Nicht schlecht. Vor allem das Rätselhaus war, wie gesagt, meiner Meinung nach sehr schwer. Okay. Oh, dieses Level war auch cool. Aber im nächsten Part geht es dann erstmal mit diesem Level weiter. Und was das für eine Besonderheit aufweisen wird, das sehen wir im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.